Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 3, diesmal die Mission Kaffarov. Who survived? Montez and myself. Cole, some others. Stimmt's auch vom Sound her? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down. You know, in Bosnia, I lost four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends. Hold on, hold on. Now, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Das finden wir jetzt heraus. Nach dem Ladescreen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Oh nein, jetzt habe ich gerade übelst geile Ideen für irgendwelche Verwerbungen. Werbung in den Ladezeiten einblenden für andere Sachen. Aber gibt's wahrscheinlich hier schon. Das ist ja gut, dann können wir nämlich schön lecker rausspielen. So, alles gut. Passt. Rotes Licht. Kann man hier mal springen? Nein, natürlich nicht. Na denn. Kommen die Blätter her. Waren ja Blätter, ich hab's gesehen. Egal. Okay, dann mal los. So, ultimative Kiste. Hat die Kiste einen Fallschirm oder wird die einfach so runtergeschmissen? Tja, die sehe ich nur leider nicht mehr. Soll ich mich dran orientieren? Aber ist schon geil, dieser Sprung. Gelandet mit einer Scheißwaffe. 21 Schuss und kein ordentliches Visier, das gefällt mir gar nicht. Na denn, aber wir haben ja eine Waffenkiste, Daumen. Ne? Gehen wir das mal in die Patrouille. Dann müssen wir die erstmal. Ah, da hinten. Eins, zwei, drei. So, das waren die ersten beiden. Jetzt ist der Rest vom örtlichen Schützenfeuer. Egal, ich nehme erstmal meine Waffen.
Usas und eine, was war das, ein IK? Irgendwie so, keine Ahnung. Ach ja, was Nettes. Tja, schön, dass hier so ein frisch unversehrtes Auto steht. Das können wir nämlich einfach mal nehmen. Schickes Teil. Mit Fernseher. Смотри, не заперто кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Почему? Они подумают, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем. Мы проследуем за ними внутрь. Так, интегрирует. Was ist das für komische Kennzeichen? Ist das persisch von der Schrift? Wahrscheinlich. Muss ja, ne? Ist ja Iran. The Americans are coming. They're near Gilad Valley. Get everyone back here now. We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет впритык. Нам нужно быть готовым ко всему. Кирилл будет первым. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Окей. Будь готов к изменению. Помни, Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемодан. Блядь. Стоит так он на расстоянии. Давай, будем делать это. Готовься. Ja, los fahr doch. Ворота. Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Бля! War das vielleicht ein bisschen zu langsam? Mal sehen, wie schlau die Jungs da sind. Bioscanner. Вон, берегись. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Ich würde ja lieber den linken nehmen. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Na dann. Das war der linke, nicht der rechte. Aber egal, vielleicht ein Problem mit der Übersetzung. Weil ich kann kein Russisch und dann weiß ich auch nicht, ob der jetzt links oder rechts gesagt hat. Doch auch hier lang gehen, oder? Ne. Ach, den Bioscanner her. Ja. Mach ihn einfach mal an. Geht ja doch irgendwie. So, ich geh hier mal hin und mach den Knopf auf. Zack, Tür offen. Ja, ich habe die Mission schon mal gespielt. Ich wusste, dass hier jemand ist, weil das etwas extrem sinnvoll aussah. Also so schnell. Rocket Launcher, Rocket Launcher, Rocket Launcher. Das will ich jetzt nicht abkriegen. Da oben. Wow, das war geil. Ragdoll-Fehler, Ragdoll-Fehler. Und noch ein Auto. So, ich würde Feuerschutz geben, wenn ich hier unter Schuss stehe. Egal, ich warte kurz ein paar Sekündchen. Natürlich, natürlich. Der perfekt geworfene Nate. Also, ist stark. So, dass sie bei mir nicht ankommt, aber dann das Auto zerstört. Und zwar genau in dem Moment und ich keine Anzeige kriege. Das ist... schon stark. Das ist da ziemlich stark. Na dann. Nochmal von hier oben. Das andere Auto wieder, wo man nicht schießen kann, bevor die ganz draußen sind. Egal, hätten wir das, oder? Lebst du noch? Der lebt noch. Boah,
scheiße gut schießen kannst da oben. So, Vollautomatik erstmal eingeschaltet. Mal wieder. Und weiter. Контакт на земле у дома. Я вижу. Nate. Дима, там труба по дороге. Дай подойти с фланга. Nicht vielleicht. Unbedingt. So, erstmal Einzelschuss umgeschaltet, dann kann ich die alle so schön wegsnipen. Schleiche ich mich hier ganz leise, ne? Ganz leise. Augenzwinker. Wow, 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 wow. Halben Meter zu weit und nochmal. Nochmal das Ganze. Das war jetzt ziemlich unnötig. So, jetzt. Hoffentlich nicht schon wieder von dem Eingang da unten, sondern doch, natürlich. Einzelschuss. Jetzt ist es aber besser, jetzt gehen wir nicht zu weit. Erstmal schieb ich ins Rohr. Diesmal nicht zu weit hier. Sehen? Natürlich nicht. Zack. Ist er noch weg? Nein, ich gehe erstmal weiter. Я насчитал 30 мертвых. Гру не оценил его охрану. Ach, ich fand die Wachtruppe gar nicht so unterschätzt. Professionell die Tür aufstellen. Genau, wenn man auch nicht durch eine Glastür gucken kann. Jaha. Was ist hier lang? Interagieren. Zack, interagiert. So eine scheiß Sniper. Ach ja, weil ich vom Dach aus helfen soll. Genau, mit einem Infrarotvisier. Ich hasse Snipen. Ein ganz schlechter Sniper. Wow! Lol! Oh.
nachvollziehbar als das. Und alle nur pumpen. Skaha, ich meine. Und über die IK. Ich nehme über die IK. Ich hab mehr Munition. Ist da noch wer? Ich hab dich gesehen. Nothing, sorry. Das war's. Ja. Tür auf.
schwarz. Das kann man auch natürlich einfach die Tür aufmachen, aber nein, das wäre zu uncool. Was nimmst du mit? F2000. Und. Oh, das passt schon so. Das Licht aus, du Idiot. Wenn ihr mal das schön euer Licht an. Kann ich euch nämlich schön weg. Ja, ich weiß, dass chemisch das nicht toleriert wird. Lust. Natürlich. Scheiße, Mann. Und ein Trappenlabyrinth. Ist alles super. Verwirrend, der das nervt. Oh, nee. Nein, nee. Das gibt es nicht. Ab wo? Nein, nochmal von hier. Super. Geil. Das hat sich auch sinnvoll, das irgendwie zu nehmen. Ja. Mit. 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 Visier. Jetzt aber schnell jetzt hier nochmal den ganzen Scheiß durchmachen. Für mich ist gerade etwas verarscht.
So, jetzt nur durch dieses Scheißteil hier. Ich will ja nicht nochmal sterben. Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Дверь, порубай. Jetzt wieder hier. Fake, der kann ja noch gar nicht. Kann ja noch gar nicht. Jetzt ist hier einer. Du musst jetzt nicht professionell die Tür auftreten, du gehst einfach durch. Ins Bein. Für den Fall, dass noch wer war. Gasmaske oder so, oder ist das überbewertet? Ist anscheinend überbewertet. Ich hör's doch. Беги! Достань его! Nicht mehr. Jetzt springen. Давай! Zack. Dass der mich auch nicht runtertritt oder so. Ach, er fliegt selber. Ja, der Helikopter wird nicht mehr gesteuert. Hallo. Gut, dass der Pool da ist. Zack. Kaffee auf jetzt. So, Abrechnung. Was ist das? Listen. This key goes to a safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in it. I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not it's Solomon! Listen. I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going, I know what he is doing and where...